Herr Turto, Sie gelten als der renommierteste deutsche Experte im Bereich der Raumenergie, nur nicht unter Fachkollegen. Ich denke schon auch unter Fachkollegen. Man kennt mich, nur die Fachkollegen lehnen nicht mich ab, sondern die Raumenergie als solche. Die Menschheit hungert ja nach Energie, Sie haben es auch gesagt. Warum hat lange Zeit denn niemand diese Energie erforscht? Also außer jetzt dem zitierten Tesla. Die wurde sehr viel erforscht, die Raumenergie. Ich habe Ihnen im Vortrag ja eine ganze Seite von einer Liste von funktionierenden Raumenergiemotoren gezeigt. Diese Erforschung wurde nur verschwiegen. Es gibt hunderte von Forschern, die lauffähige Geräte gebaut haben, ohne dass die Menschen davon erfahren. Und wo kommen jetzt diese Widerstände und Ressentiments her? Ach so, die Widerstände. Na gut, ich kann nichts nachweisen, aber ich könnte mir vorstellen, das sage jetzt bewusst im Konjunktiv, um keinen Ärger zu kriegen. Es gibt ja auch Leute, die haben andere wirtschaftliche Interessen. In Amerika und Australien laufen ja bereits Raumenergiemotoren mit offiziellen Prüfzertifikaten. Bisher verschweigt Deutschland diese echte Energiealternative. Raumenergieforschung wird also nicht gefördert. Ist das der Stand? Das ist der Stand, das ist absolut der Stand. Raumenergieforschung wird von offizieller Seite ignoriert oder eben als Scharlatanerie verschrien. Sie haben vorhin zum Stichwort Scharlatan gesagt, hier steht ein Außenseiter und ausgegrenzt bin ich. Was haben Sie damit gemeint? Ausgegrenzt aus der Forschungsgemeinde, die hohe Mengen an Forschungsmitteln bekommt. Ich meine, wir wissen, dass alle westeuropäischen Staaten jedes Jahr Milliarden an Forschungsgeldern geben. Und damit kann man solche Sachen bauen, auch wenn man nur einen winzigen Bruchteil davon hat. Ausgegrenzt von diesen Fördertöpfen bin ich. Wie fühlen Sie sich damit? In Warteposition. Man muss einfach nur warten, bis die öffentliche Meinung kapiert, dass man diese Raumenergie nutzen kann. Und sobald die Menschen das kapiert haben werden, wird es auch die Förderung geben und dann bin ich auch dabei. Also ich sehe es einfach mal so, nicht nur die Antizensurkoalition, aber diese sehr stark verbreitet ja das Wissen und irgendwann werden es einfach so viele Menschen wissen, dass Förderung kommen wird. Dann war Ihr Schlachtruf am Ende richtig feste Überzeugung. Ja, natürlich. Also ich sage nicht Schlachtruf, ich bin kein Kämpfer, ich bin Lichtarbeiter. Und ich bin sogar der Überzeugung, dass die AZK dazu führen wird, wenn jetzt viele, viele tausend Menschen davon hören, dann müssen irgendwann die offiziellen Medien darüber sprechen, weil man es dann nicht mehr verschweigen können wird. Wie wichtig ist so eine Veranstaltung? Für mich ist sie elementar wichtig. Ich knüpfe die Hoffnung daran, dass alle die Menschen, die hier sind, ganz vielen weiteren Menschen davon erzählen. Und dann erreichen wir die Mehrheit, die wir brauchen, dass die Politik sagt, wir fördern nun die Raumenergieforschung. Das ist jetzt natürlich ein Motiv, das Sie besonders tangiert, aber wenn Sie jetzt an die anderen Menschen denken und an die anderen Themen, wie wichtig ist dann die AZK? Und genauso wichtig. Die Menschen brauchen die Wahrheit. Also ich finde es einfach jämmerlich, wenn man sich die ganze Zeit irgendwelche Sachen vorgaukeln lassen muss durch irgendwelche verdrehten und verschönigten Meinungen und die Wahrheit einfach untergeht. Es gibt ja diese Bewegung der Wahrheitssuchenden, Truther, wie es auf Englisch heißt, und ich zähle mich dazu und deswegen sehe ich es also als besonders wichtig für alle Menschen an, die Wahrheit zu finden, um aus dieser Unterdrückung der Fehlinformation rauszukommen. Weil die Fehlinformation wird uns ja nur zugemutet, um unterdrückt zu werden. Und wenn die Menschen frei sein wollen und aufatmen wollen, dann muss die Wahrheit raus.